So, dann stoßen wir gleich mal an, ja? Wir sind das erste Mal im neuen Haus. Auf einen neuen Lebensabschnitt. Prost. Auf ein neues Leben. Prost. 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 Prost, Pauline. Willst du Quetschi erstmal essen? Ja, gib her. Apfelgurete, Johannes, Pflaume. Pflaume hat Papa gekauft. Für beide Tage gibt es Steak. Wir haben jetzt gerade den ersten Einkauf gemacht. Ich zeige euch mal, wie die Küche eingerichtet ist. Aber das ist noch nicht wirklich so final. Geschirr. Hier haben wir Tüten und Alufolie. Süßigkeitsschublade, ganz wichtig. Dann haben wir hier Handtücher, die ich noch waschen muss. Tupperware und Kindergeschirr. Krimskram, was man nicht so oft braucht. Genauso die hier oben, was man nicht so oft braucht. Hier haben wir Geschirr und Gläser, aber es ist alles in der Spülmaschine. Paulinchens Fach, Kaffee. Unterm Kühlschrank sind die Vorräte gelagert. Tada. Und der Kühlschrank ist das erste Mal gefüllt worden. So sieht das aus. Man sieht, der Dampf zieht direkt in die Abzugshaube. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist der zweite Tag, wo wir jetzt hier sind. Ich sehe voll fertig aus. Ich war duschen und habe mir jetzt einfach so ein Overall angezogen, mega kuschelig. Wir haben es 7 Uhr, Ikea hat gerade angerufen, die liefern jetzt das Sofa. So leer sieht es hier aus. Das Sofa kommt gleich. Es wird so hingestellt. Pauline ist im Bällebecken. Hier kommt die Garderobe hin, das werdet ihr auch sehen. Leona ist schon fertig für den Kindergarten, muss sich aber noch anziehen. Ne? Essen hat Mama schon gemacht. Hier ist unser Akkustaubsauger fürs Haus. Das ist ein mega cooles Teil von Dyson. Alex hat Wäsche gemacht mit unserem provisorischen Gitter. Räume ich gleich ein. Hier ist die Kindergartentasche. Der Opa holt sie gleich ab und bringt sie noch in den alten Kindergarten. Hier. Ja. Endlich ein Sofa. Sofa und Garderobenschrank sind nun drin. 11 Positionen sind es. Oh, sieht so riesig aus, das Sofa. Da hat Alex was zu tun, ne? Guck gerade, ob irgendwie was beschädigt ist, aber sieht alles ganz gut aus. Pauline Frühstück. Es gibt Wasser und Toastbrot mit Käse. Ach, nicht rummatschen. Nein, nein, nein. Nach jedem Essen darf man saugen. Heute Mittag mache ich Nudeln. So, Verena ist gekommen und hilft mir beim Sofaaufbau. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das sind ein bisschen viele Teile. Das ist ein großes Sofa. Will doch nur mitspielen. Das Sofa steht schon fast. Ich habe gerade ein Nickerchen gemacht und komme runter. Und das Sofa ist fast aufgebaut. Wollen wir mal helfen? Jetzt fühle ich mich ja noch schlechter. Cornflakes mache ich dir mit Milch? Ja. Okay. Sofa steht. Sieht man ein bisschen schlecht. Geht nach hinten. Kann durch die ganze Wohnung kommen. Krass. Ist voll groß. Und der Alex baut jetzt noch den Garderobenschrank auf. Der kommt dann da in die Ecke. Da können wir unsere Schuhe und Jacken reinhängen. So sieht jetzt hier die Ecke aus. Garderobenschrank. Das ist ein packkleiner Schrank von Ikea. Oben haben wir Ablagefläche mit so einem Aufbewahrungssystem. Dann eine Stange. Hier habe ich mich für so ein Aufbewahrungssystem entschieden für Schlüssel, damit man die nicht verliert. Und zwei Schubladen. Und ganz unten könnt ihr sehen, da sind Steckdosen ausgeschnitten, weil hier unten wird unser Router und sowas verstaut, damit der nicht sichtbar irgendwo rumsteht. Hier ist ein Fleck. Das ist doch langweilig. Nachrichten. Endlich Sofa, das ist unglaublich schön. Das möchte ich. Ein Mini-Fernseher da ganz hinten. Das sieht in der Kamera noch weiter weg aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5:30 morgens. Kinder schlafen wieder. Die waren kurz um 5 Uhr wach. Aber es lohnt sich für mich einfach nicht weiter zu schlafen. Ich bin jetzt hier bei Instagram, habe gerade ein Foto gepostet, trinke meinen Milchkaffee und habe es mir auf dem Sofa das erste Mal morgens richtig kuschelig gemacht mit der Felldecke. Das ist Kunstfell. Die ist mega bequem. Ich wollte heute noch zu Ikea, es gibt einiges zu tun. Und ihr dürft mich auch mal gerne sehen. Bin noch in Schlafklamotten. Hab mir nur die Stehlampe angeschmissen, damit es nicht ganz zu hell ist. Einfach noch zu früh. Ich gehe jetzt gleich erstmal schnell duschen, bereite Leonas Essen für den Kindergarten vor. Leona muss ja noch einen alten Kindergarten bringen bis August, was total unpraktisch ist, weil ich immer, ja, jeden Morgen dann eine Stunde unterwegs bin und dann nachmittags ja auch nochmal eine Stunde. Kindergärten sind voll. Things have never been the same.
So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit Duschen. Nicht wundern, ich habe das alte T-Shirt wieder angezogen. Ich war aber gestern Abend noch baden. Somit ist alles sauber. Ich habe mich eben schon mal schnell geschminkt, solange die Mädels schlafen. Ich mache jetzt das Brot für Leona. Erstmal also muss ich hier Licht machen. Es ist alles noch so ungewohnt, dass ich nicht immer weiß, welchen, seht ihr, welchen Schalter ich betätigen muss. Ah, es werde Licht. Ich kann aber auch schon mal Jalousien machen. Das ist voll süß. Das ist so eine Silikon-Tischschutzmatte. Wie auch immer, so ein Untersetzer, damit nichts dreckig wird, wenn Leona isst. Das habe ich dreimal gekauft für drei Kinder. Die Spülmaschine ist durch. Kann ich auch gleich schon ausräumen, solange die Kinder schlafen. Wahrscheinlich werden sie dadurch wach. Mache ich gleich. Es ist für mich noch total ungewohnt, hier zu filmen im neuen Haus, weil ich immer gucken muss mit dem Licht und... Total komisch, Leute. Ich werde später auf jeden Fall noch den Couchtisch aufbauen. Wir haben noch keinen und dann steht das ganze Geschirr auf dem Boden. Das muss nicht sein. Ich bin echt froh, wenn wir dann Plissés haben. Dann können die Nachbarn ja auch nicht mehr reingucken. Nehmen wir heute die Minion-Butterputzdose. Mal schauen. Leona liebt Leberwurst. Ich mache Leberwurstbrot. Das gibt es immer von Reinhard Bärchenstreich. Und dazu ein bisschen Gemüse. Die sind übrigens mega praktisch, diese Behälter. Das ist voll praktisch mit der Kaffeemaschine. Also ihr steht auf der Kaffeemaschine. Und ich sehe, das ist richtig cool zum Floggen. Ich habe hier so ein Nussbrot aus dem Edeka Center bei uns in der Stadt. Ich muss mich auch erstmal gucken und einleben. Ich bin noch gar nicht wirklich hier angekommen. Alex auch nicht. Er sagt, es fühlt sich so an, als ob man im Urlaub ist und irgendwie bald wieder fährt. Mit Mandeln und Walnüssen. Nicht Walnüssen, Haselnüssen, genau. So, ihr Leberwurstbrot. Wir haben schon feste Sitzplätze. Alex sitzt dort, daneben Leona und Pauline schieben wir immer zu mir rüber. Frische Blumen. Ich brauche auch noch ein Glas Wasser. Ach, sorry, etwas dunkel, ne? Die letzten Tage war die Motivation so niedrig. Ich habe mich gar nicht mehr geschminkt oder so. Gar keine Lust drauf gehabt, mich zu schminken. Die Kinder fühlen sich übrigens hier pudelwohl. Das Gerüst steht noch. Es wird, glaube ich, Ende der Woche, sobald das Wetter besser wird, gibt es die Außendämmung. Ich hoffe, die werden schnell fertig, die Jungs, damit wir unsere Terrasse bauen können. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Guten Appetit. Wie man sehen kann, haben wir hier noch Baustellentreppen. Wir warten darauf, dass das noch lackiert wird und dann kommt da Teppich drauf oder Laminat. Mal schauen. Ja, so sieht es hier aus. Leona schläft. Aber Paulinchen ist wach. Ja, morgen. Sie hat heute Morgen um 5 Uhr schon die Flasche bekommen, als sie wach war, hat jetzt aber weiter geschlafen. Oh, ist das hell. Die Kinderzimmermöbel schenke ich ja Linda, aber wir brauchen Zeit noch, bis das neue Kinderzimmer da ist. Wir wickeln jetzt auch wieder mittlerweile mit Stoff. Wir haben jetzt auch eine Waschmaschine. Gucken wir mal, was wir heute anziehen. Achso, und nein, das sind nicht unsere Kinder. Die waren schon drin, die Fotos. Ich habe es nicht geschafft, in den einem Jahr, wo ich diese Kommode habe, die Fotos auszutauschen. Das Outfit steht. Strumpfhose, Miffi-Oberteil, Leggings und Sweatjacke. Leona, aufstehen. Ja, wir leben noch aus Kartons, ne? Ich denke, das wird morgens auch schneller gehen. Oh, ich sehe aus. Ich habe hier noch meine Haarspange. Was gibst du mir keinen? Ich bin mittlerweile fertig, wie man sehen kann. Ich habe noch Haare geföhnt und so ein ganz lockeres T-Shirt angezogen, weil ich mich zurzeit einfach total unwohl fühle. Nicht, weil ich einen Babybauch bekomme, sondern es ist alles zu eng irgendwie. Ich packe jetzt schon mal die Tasche für Ikea, dass kleine Pauline versorgt ist unterwegs. Ja, du bist ganz schön unzufrieden, mein Schatz. Paulinchen ist heute Morgen etwas quengelig. Leona, komm Kindergarten. Leona will auch nicht auf Schule spielen, haben jetzt eigentlich. Where is my Handy? Ich habe jetzt alles fertig eingepackt. Ich habe jetzt einfach den Rucksack wieder mal genommen. Ich finde den anderen nicht. Guten Morgen. Du hast das gleiche Oberteil wie Mama an. Pauline, nein. Pauline will immer die Treppe hoch. Ich brauche doch unbedingt so einen Schutz. Guten Morgen. Und Papa. Papa ist schon arbeiten. Leona ist jetzt auch aufgestanden und kuschelt noch ein bisschen. Es ist erst 7 Uhr. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist noch ein bisschen zu früh. Da wir 2 Bäder haben, muss ich noch einen Föhn holen und noch eine Haarbürste und Zahnbecher. Weil wenn man unten duscht, habe ich immer keinen Bock, morgens hochzulaufen, um mir da die Zähne zu putzen oder die Haare zu föhnen. Deswegen brauchen wir jetzt alles in Doppelausführung. Was machen wir jetzt die Stunde noch? Mama räumt die Spülmaschine aus. Das wär's doch. Ich bin jetzt losgefahren, habe Leona schon in den Kindergarten gebracht. Ich fahre jeden Morgen 20 Minuten hin und zurück. Bin ich
45 Minuten immer unterwegs und dann noch abholen. Aber es geht leider nicht anders, habe ich euch ja eben schon erzählt, die Situation. Bin etwas geschockt. Ich habe gerade einen Anruf von meiner lieben alten Nachbarin bekommen, die ja unten in meine Wohnung gezogen ist oder bald einziehen wird. Und sie hat halt gefragt, ob der Alex irgendwie heute Morgen in der Garage war. War er aber nicht. Und ja, ich glaube, da wurde eingebrochen. Die Garage stand komplett von beiden Seiten offen. Ich werde jetzt vorbeifahren und gucken, ob irgendwas fehlt. So, ich stehe jetzt an der Sparkasse, muss Geld holen für IKEA. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es ein Zuschauer war. Ich war jetzt gerade an der Garage. So wie es aussieht, wurde nichts geklaut. Die Nachbarin hat berichtet, dass gestern Abend die Garage noch zu war. Sprich, heute Nacht muss die aufgemacht worden sein. Gott sei Dank ist nichts entnommen worden. Also kein Einbruch in dem Sinne. Ja doch, Einbruch. Es ist ja eingebrochen worden in die Garage. Aber es wurde nichts geklaut. Also kein Diebstahl. Wir sind jetzt bei McDonald's. IKEA hat noch zu. Ich habe einen, wie heißt die? McMuffin Chicken und einen Orangensaft. Fahrstuhl-Picture. So, meine Liste ist schon lang. Hier ist total Umbau in Bielefeld. Restaurant ist geschlossen, die bauen hier, glaube ich, an. Jetzt kommt der schlimmste Abteil, jetzt kommt die Markthalle, wo es die ganzen Dekorationssachen gibt und Küchensachen. Ich habe schon einen Teppich für das Spielzimmer. Zu klein. Such diese schwarzen Knöpfe. Sind die aber nicht, die sind so gesprenkelt. Ach, hier sind ja die Bilder. Welche findest du schöner? Die sind so metallic. Ich würde die Größe nehmen. Ja? Oh, sind die schwarz? Ja, die sind so metallic. Aber die passen auch zum Sofa. Okay. Natalia hilft mir ganz fleißig, ich darf hier nichts tragen. Genau. Ich mach das. Ich hab voll die Klaue. Wir brauchen jetzt noch die Bänke. Pauline geht spazieren. Komm, da geht's nicht weiter. Oh. Langsam. Was für eine Fahrt, ne? Guckt mal, wie süß ist das. So, Pauline hat jetzt ihre Milch bekommen. Wir haben in der Zwischenzeit Chamäleone abgeholt. Setz du dich richtig hin, Schatz, bitte. Füße runter, genau. Ich muss die Küche aufräumen. Dadurch, dass wir bei IKEA waren und ich jeden Tag so lange zum Kindergarten fahre. Leona hat ein Schwert gebastelt. Wir haben gerade eine Absage bekommen von unserem Lieblingskindergarten, den wir favorisiert haben, weil er halt direkt zwei Straßen weiter ist. Pauline könnten sie ab August nehmen, aber Leona nicht. Leona hat ja ein Recht auf den Kindergarten, weil sie Vorschulalter ist. Aber es wird ein neuer Kindergarten gebaut, da soll ich mich auf jeden Fall melden. Ich wollte euch gerade noch, ich ziehe mal meine Jacke aus, die IKEA-Ausbeute zeigen. Das interessiert euch ja immer, ich mache jetzt kein extra Video dafür. Das sind Kallax-Regale und ein provisorischer Kleiderschrank und so. Hier ist eine Lampe drin, die schaut so aus. Dann diese Matten, die kommen auf die Sitzbänke, das Aufbewahrungsbehälter für die Küche und fürs Bad. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Das sind solche Aufbewahrungssysteme für den Kleiderschrank. Und dann habe ich noch Kleiderbügel mitgenommen, die ich jetzt als erstes auspacken werde, um die Sachen in die Garderobe zu räumen. Dann brauchte ich eine Vase. Wir haben keine Vasen gehabt. Wir hatten nur in der alten Wohnung Vasen, die ich nicht mitgenommen habe, weil die echt scheppig aussahen. Die habe ich auch gar nicht mehr sauber bekommen. Deswegen habe ich diese hier aus Blech mitgenommen. Finde ich irgendwie total cool. Viermal so Aufbewahrungsboxen für die Küche. Unsere Knöpfe für die Garderobe. Ich glaube, das habt ihr eben schon gesehen. Eine Auflaufform mit Griffe. Den Rest zeige ich euch dann beim nächsten Video, wenn wir die ganzen Sachen aufgebaut haben in den Kinderzimmern. Das wird auch nochmal interessant. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich fahre jetzt zu Verena, um dieses Video hochzuladen. Ich habe nämlich derzeit hier kein Internet für 2 Wochen. Muss dann immer hin und her fahren. Ist ein bisschen anstrengend, aber muss. Bis bald. Tschüss.